Ackergifte, nein danke. Stoppt Glyphosat. Stoppt die Agrarindustrie. So oder so ähnlich lobbyieren Umwelt-NGOs seit Jahren gegen einen von 479 derzeit in Europa zugelassenen Wirkstoffen für den Pflanzenschutz. Kaum eine Substanz erhitzt derzeit die Gemüter so sehr wie der Unkrautvernichter Glyphosat. Seit mehr als 40 Jahren wird er verwendet. In der Landwirtschaft, in Privatgärten und sogar auf den Gleisen der ÖBB. Erst 2017 hat der Wirkstoff nach einer ausführlichen wissenschaftlichen Prüfung eine erneute Zulassung auf EU-Ebene erhalten. Trotzdem will die SPÖ im Nationalrat ein komplettes Verbot in allen Bereichen beschließen. Warum eigentlich? Und welchen Wert hat so ein Beschluss, wenn doch eigentlich die EU zuständig ist? Vor dem Parlamentsgebäude demonstrierten am Dienstag Greenpeace-Aktivisten und warben einmal mehr für ein Totalverbot von Glyphosat. Einen entsprechenden Antrag hatte die SPÖ eingebracht. Herr Breiner, warum will die SPÖ ein Totalverbot von Glyphosat? Ich denke, es ist höchste Zeit, dass ein Totalverbot für die Glyphosatverwendung ab Jänner 2020 ausgesprochen wird. Wir wissen, dass auch die Gefahr besteht, dass Krebs bei Menschen und bei den Tieren ausgelöst werden kann. Und wir haben nur eine Gesundheit, das heißt, mit der Gesundheit darf nicht gespielt werden. Fakt ist, dass die Internationale Krebsforschungsagentur, eine Unterorganisation der Weltgesundheitsorganisation WHO, den Wirkstoff als wahrscheinlich krebserregend einstuft. Um diese Klassifizierung einordnen zu können, muss man wissen, die Agentur hat bereits über 1000 Substanzen auf ihre potenzielle Krebsgefahr für Menschen untersucht und in eine Art Krebswahrscheinlichkeitsskala eingestuft, die von nicht klassifizierbar über möglicherweise krebserregend, wahrscheinlich krebserregend bis zu krebserregend reicht. In der Kategorie wahrscheinlich krebserregend ist neben Glyphosat unter anderem rotes Fleisch, sehr heiß getrunkener Tee oder das beim Frittieren von Pommes frites entstehende Acrylamid zu finden. Eine Stufe höher in der Kategorie krebserregend sind etwa Sonnenlicht, Wurst, auch passiv eingeatmeter Tabakrauch oder Alkohol gelistet. Die Einstufung erlaubt keinerlei Aussage über das tatsächliche Risiko, an einer Substanz zu erkranken. Viele andere weltweit anerkannte Wissenschaftsorganisationen haben deshalb untersucht, welches Risiko Glyphosat im praktischen Alltag mit sich bringt. Etwa für Landwirte, die beim Versprühen unmittelbar damit in Kontakt kommen. Oder für Konsumenten, deren Essen geringste Spuren des Herbizids enthalten kann. Das einhellige Ergebnis: bei sachgemäßer Anwendung kann Glyphosat bei Menschen keinen Krebs auslösen. Bei der Wissenschaft kommt es ja immer auf die Gesamtschau an. Es gibt ja viele hunderte und tausende Studien. Und alle Zulassungsbehörden der Welt, von USA über Europa bis nach Neuseeland, sagen, so wie das angewendet wird in der Landwirtschaft, ist es sicher und unter Umständen auch ein praktikables Werkzeug. Täuschen die sich alle? Das möchte ich so nicht sagen. Ich verweise aber, wie gesagt, darauf, dass wir in der Europäischen Union und auch hier in Österreich das Vorsorgeprinzip als oberstes Gebot haben. Die ÖVP verweist dagegen auf die Aussagen der Wissenschaftsbehörden, die Glyphosat als sicher einstufen. Der Abgeordnete Georg Strasser ist für ein Teilverbot. Dass die Glyphosat-Anwendung im öffentlichen Raum in der Nähe von Kindergärten, Schulen verboten wird. Und es soll ein Verbot in der privaten Anwendung geben. Und das ist unser Ziel und das werden wir konsequent verfolgen. Warum, glauben Sie, will die SPÖ Glyphosat komplett verbieten? Ja, das ist Stimmenfang. Das ist ganz einfach. Die SPÖ streut den Menschen Sand in die Augen, um Stimmen zu lukrieren. Ich verstehe das nicht. Also aus dem Grund haben wir unseren Antrag so eingebracht, wie wir ihn eingebracht haben. Die SPÖ brachte ihre Gesetzesinitiative rund 3 Wochen vor Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie der Universität für Bodenkultur auf den Weg. Darin sollte unter anderem geprüft werden, ob ein Totalverbot EU-rechtskonform ist. Der Kärntner Landtag hatte nämlich schon einmal ein solches beschlossen, das danach von der EU-Kommission zurückgewiesen wurde. Seit Montag ist die Machbarkeitsstudie einsehbar. Die Wissenschaftler kommen darin zum Schluss, dass ein nationales Totalverbot von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln unionsrechtswidrig wäre.
Agrarwissenschaftler und Landwirte bezweifeln auch den ökologischen Sinn eines Totalverbots. Zwar kann Unkraut auch mechanisch, zum Beispiel durch eine Bearbeitung mit dem Pflug, beseitigt werden. Aber gerade umweltbewusster Ackerbau ist oftmals darauf ausgelegt, den Boden möglichst schonend oder gar nicht mehr zu bearbeiten. Denn Pflügen schadet Regenwürmern und anderen Bodenlebewesen. Es ist sehr energieaufwendig, setzt klimaschädliche Dieselabgase und CO2 aus dem Boden frei. Wenn man einen Acker pflügt, steigt zudem das Risiko von Erosion. Was das bedeutet, hat uns Landwirt Lorenz Meyer bereits im September 2018 gezeigt. In Vorbereitung auf ein drohendes Verbot hatte er auf einem seiner Felder ohne Glyphosat, aber nach einer mechanischen Bodenbearbeitung, Raps angebaut. Danach folgten heftige Regenfälle. Und das Ergebnis ist jetzt, dass man da der fruchtbarste Boden fällt, weil es den hier abgeschwemmt hat, weil der Boden locker war durch die mechanische Unkrautbekämpfung. Da ist ein ganz starker Rinner, wo es runtergegangen ist. Und über das Feld rüber, alle paar Meter siehst du einen Rinner runter. Und man kann ungefähr in Zahlen sagen, bei 5 mm Bodenabtrag pro Hektar sind 75 Tonnen weg, was einen Wert von den Nährstoffen Stickstoff, Phosphor, Kali für 800 Euro hat. Und die Bodenfruchtbarkeit, was dabei auch noch verloren gegangen ist, ist in Zahlen eh gar nicht zum Beziffern. Also da ist Bodenfruchtbarkeit weg, die meinen Kindern und Enkeln sicher noch Probleme bereitet. Die Argumente des Landwirts genügen SPÖ-Mandatar Erwin Preiner nicht. Er deutet dagegen Alternativen an. Des Weiteren gibt es vor allem auch im Landwirtschaftsbereich Biomittel, die bioverträglich sind, biologisch abbaubar sind, die man sehr wohl auftragen kann und die auch die entsprechende Wirkung zeigen. Biologische Unkrautbekämpfungsmittel? Ja, das kann man so sagen. Haben Sie da ein Beispiel, weil ich kenne da jetzt keines? Es gibt doch welche. Ich möchte jetzt natürlich nicht für die eine oder andere Firma eine Vorliebe zeigen. Daher verzeihen Sie mir, wenn ich keinen Firmennamen nenne. Also den Wirkstoff können Sie ja nennen, ohne eine Firma zu nennen. Naja, da möchte ich sozusagen das auch noch hintanhalten. Laut unseren Recherchen gibt es kein solches zugelassenes Unkrautvernichtungsmittel für den Biobereich. So oder so, am Ende war es die SPÖ, die ihren Antrag mit Hilfe von FPÖ und NEOS durchsetzen konnte. Am Dienstagabend hat sich der Nationalrat mehrheitlich für ein Totalverbot von Glyphosat ausgesprochen, trotz der genannten europarechtlichen Bedenken. Der Beschluss muss nun von der EU-Kommission geprüft werden. Wenn sie ihn ablehnt, dann dürfte sich die endlose Debatte um Glyphosat um ein weiteres verlängern.